Hallo meine lieben Zuschauer, hallo liebe Jungfrauen. Willkommen zu euren Tendenzen im September 2016. Viele Jungfrau-Geborene haben im September Geburtstag. Und an dieser Stelle wünsche ich euch, meine lieben Jungfrauen, natürlich alles, alles Liebe zu eurem Geburtstag. Die Jungfrau, das Sternzeichen, wird symbolisiert von einer jungen Frau, also von der Jungfrau selbst natürlich. Das ist dann so das Symbol. Und außerdem ist aber die Jungfrau ein Erdzeichen. Was bedeutet das? Also steht also auf jeden Fall mit beiden Beinen auf der Erde. Man sagt den Jungfrauen auch Ordnungsliebe nach, Liebe zum Detail und auch Perfektionismus oder Perfektion. Nicht jede Jungfrau ist eine typische Jungfrau, das ist natürlich ganz klar, aber es sind einfach ganz allgemeine Infos hier. Genau, und deshalb stehe ich jetzt hier im Chinagarten in der Schweiz, in Zürich. Und was gibt es Besseres als einen wunderbar angelegten Garten, wo alle Details stimmen hier, wo das Feng Shui, die Energie stimmt. Und ich finde, das ist sehr passend für die Jungfrau. Dann schauen wir doch mal, was uns der Monat September so bringt. Hallo liebe Wagen, hier kommen eure Tendenzen für den September 2016. Wie geht es euch denn psychisch und physisch in diesem Monat vom 1. bis zum 10.? Ich sehe im gesundheitlichen Bereich Stabilität und ein Gefühl von Sicherheit. Also für die einen, die gesundheitlich zum Beispiel angeschlagener sind als jetzt andere, ist das vielleicht wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass man euch vielleicht durch ein neues Programm oder durch einen Arzt, das ist ja auch hier eine Person, Karte, ein Gefühl von Stabilität verleiht und von Sicherheit. Also ich denke, so eine Tendenz wird es für viele geben hier. Jede Waage ist anders, das ist klar, die einen Wagen haben da gesundheitlich mehr zu tun, bei den anderen ist dieser Bereich mehr so im Wellness-Bereich, ne? Also hat dann wahrscheinlich eher zu tun mit gesunder Ernährung, mit Sport machen oder mit Rauchen und mit fettigem Zeug essen. Also ich glaube einfach, jeder Mensch ist verschieden und ich versuche euch hier einfach alle zu bedienen, ja? Also die Tendenz ist einfach positiv und von Sicherheit gekrönt. Ich glaube, das ist halt das. Ich glaube, auch finanziell fühlt ihr euch stabil und auch emotional oder einfach in der Tendenz stabiler, als es vielleicht sonst der Fall war, okay? Im Job haben wir eine recht ruhige Energie, das ist die Hohepriesterin. Da geht es eigentlich mehr um Meditation oder um Arbeit mit intuitiven Tools und Dingen, also wie zum Beispiel Tarotkarten oder Kartenlegen, Wahrsagen oder Astrologie. Oder Arbeit mit den Mondphasen ist auch wirklich die Hohepriesterin oder auch Hebamme oder sämtliche weibliche Heilungsberufe. Das könnte auch alles die Hohepriesterin repräsentieren. Nicht jeder ist in so einem Beruf. Von der Energie her bedeutet das einfach eher Ruhe. Wenn du Tagesgeschäfte machst, irgendwie, ich sag mal, auf Kundenkontakte angewiesen bist, kann es gut sein, dass es hier eher ruhig ist, ja? Für alle anderen, die ihr Geld eh bekommen, ist es ja eigentlich ganz schön, eine Kaffeepause mehr zu haben. Ja, aber es kommt dann immer ganz drauf an. Finanziell ist das hier aber auf jeden Fall ganz okay. Ich glaube, ihr seid hier abgesichert eigentlich, weil es ist eine Schutzkarte, aber die großen Gelder sehe ich hier nicht und ich würde schon auf jeden Fall auch dazu raten, nicht zu viel auszugeben und ein bisschen zu sparen hier. Im kreativen Bereich, alles was ihr so nebenbei tut, meine Lieben, das kann Hobby sein, das kann Bildmalen sein, das kann aber auch was Karitatives sein, das kann soziale Arbeit sein, wo ihr entweder Geld spendet oder Geld verdient, falls es sich hier um einen Nebenjob handelt. Geht es hier einfach darum, um kreative Kraft, um Passion, um Leidenschaft, um etwas, was ihr gerne tut. Ich denke, das könnte etwas Neues sein, was ihr da macht. Wenn ihr schon immer singen lernen wolltet, kann es sein, dass ihr das hier macht. Oder wenn ihr mal irgendwie schon immer aus einem Flugzeug mit dem Fallschirm springen wolltet, dann ist das vielleicht etwas, was ihr hier macht. Auf jeden Fall ist es schon was Wildes entweder oder etwas, was euch wirklich kreativ hier beflügelt. Das große Geld sehe ich hier halt eher nicht. Ich glaube, so ein Nebenjob oder so ist das vielleicht eher nicht. Ne? Jetzt jedenfalls krieg ich das hier jetzt nicht so mit, dass das hier um Geld geht. Die Liebe steht bei euch Wagen unter einem extrem guten Stern. Also es kann ja sein, dass ihr ein tolles Los hier zieht sozusagen, ja? Den Traumpartner vielleicht bezirzt oder so und wirklich das auf einem sinnlichen Niveau ist, das Ganze wirklich verliebt ist und so. Also ihr könnt neue Partner kennenlernen, die wirklich interessant sind für euch oder eine bestehende Beziehung wird wirklich nochmal mehr gefestigt und es sehr Glück bringt. Also Liebe funktioniert hier übrigens im ganzen Monat unheimlich gut für euch.
Die Leute, die euch umgeben, sind ein bisschen verschnupft und beleidigt und irgendwie ist mit denen vielleicht nicht ganz zu Kirschen essen. Es ist aber jetzt kein großer Streit oder so. Es kann sein, dass einfach einige irgendwie nicht ganz einverstanden sind mit Situationen, mit euch oder mit irgendwas. Das wären quasi die anderen Leute. Das können Familienmitglieder sein, das können Freunde sein, das können, kann der Dönerverkäufer sein, das kann der Friseur sein. Irgendwie Leute insgesamt, mit denen ihr viel zu tun habt, wisst ihr? Die können halt hier überall reinfallen. Ja. Das wäre einmal die erste Hälfte, das erste Drittel vom Monat. Vom 10. bis zum 20. da oben Gesundheit 7 Michael. 7 Michael bedeutet, dass ihr euch vielleicht so ein bisschen drückt vor eurem Sportprogramm, von eurer Diät, vielleicht ab und zu mal eine Ausnahme macht, ja? Oder euch einfach das Thema Gesundheit so ein bisschen am A... vorbeigeht. Für manche kann es sein, dass ihr euch da Beratung sucht. Diese Beratung kann ein Coach sein, vielleicht in beruflicher Hinsicht, um vielleicht so psychische Blockaden abzubauen oder sowas, weil hier geht es auch sehr ums Vorankommen für euch. Entweder ist es eine Ebene überwinden auf einer Ebene, auf einer psychologischen Ebene oder einfach insgesamt in eurem Leben auf irgendeiner Ebene. Das kann emotional sein, das kann auch beruflicher Art sein. Schlussendlich sind solche Blockaden ja immer emotional. Und ich glaube, wenn sie so eine Psychologin ist, hier unsere Madonna, also auf jeden Fall ist das hier mein Tarotkartendeck. Und ich habe das selber gemacht, die Karten hier. Und das ist einfach gegründet auf dem traditionellen Tarot. Und die Königin der Schwerter, die hier als Madonna abgebildet ist, ja, das ist einfach eine sehr unabhängige Frau, die alleine sehr weit kommt. Und Madonna, finde ich, ist so jemand. Für mich ist Madonna übrigens keine Künstlerin in dem Sinne. Also eigentlich singt Madonna nicht besonders geil und außerdem spielt die auch nicht besonders gut als Schauspielerin. Eigentlich ist Madonna überhaupt nicht so ein großes Talent, aber Madonna ist halt einfach ein Role Model und Madonna lässt einen so, ich sag mal, in meiner Generation, ich bin jetzt 35, finde ich irgendwie, also mir hat Madonna ehrlich gesagt schon geholfen, einfach, dass Madonna irgendwie bei MTV da rumgesprungen ist und ich ab und zu mal den Fernseher eingeschaltet habe, ja. Schon allein, was einfach irgendwie, ja, vielleicht Feminismus angeht, im weiten Sinne, und Eigenständigkeit. Und ich finde, dann passt total die Königin der Schwerter, finde ich, zu Madonna einfach. Das kann eine versierte Beraterin sein, also in dem Fall, meine Lieben, die euch vielleicht auf ein höheres Niveau pusht, durch Beratung oder durch sonst was. Das kann wirklich der Fall sein. Denn Leute, hier im kreativen Bereich, bei den Nebenbereichen, haben wir schon wieder die Königin Michael. Also, ich arbeite ja hier mit dem Erzengel-Tarot von Doreen Virtue und die Doreen Virtue, die nimmt ja auch das traditionelle Tarot und interpretiert hier Engelkarten. Versteht ihr? Also die macht ihre eigenen Bilder auch. Also es gibt ganz, ganz viele solcher Tarotkartendecks, die gar nicht die klassischen Bilder aufweisen, sondern wirklich andere Bilder haben, die aber auch durchaus zur Energie passen. Und ich habe das ja auch mit meinem Deck auch versucht, das so zu machen. Für mich fühlt sich das absolut stimmig an, meine Karten. Und ich habe aufgehört zu kleben und auszusuchen der Bilder und war wirklich fertig, als es wirklich in meinem Bauch so Klick gemacht hat. Und ich wusste, das ist jetzt fertig und das stimmt auch so. Ja, gefühlsmäßig. Da gibt es ja keine Richtlinien jetzt. Im kreativen Bereich ist schon wieder die Königin Michael. Also ich würde sogar sagen, dass das vielleicht so auch ein Ratschlag ist an euch, euch wirklich eine gute Beratung zu suchen, ja? Oder vielleicht sogar eine Rechtsanwältin in irgendeinem Fall. Denn wir haben hier im Job haben wir die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, es kann sein, dass Dinge da geklärt werden, dass ihr da vielleicht, also ich sehe hier keinen Streit. Ich sehe eigentlich, dass ihr, wenn ihr gut und ordentlich hier arbeitet und was für euer Geld tut, dann kommt das Geld. Aber wenn ihr dann nichts tut, kommt es nicht. Und außerdem, wie gesagt, Gerechtigkeit steht ja auch drauf auf der Karte. Und diese Königin Michael, die kann auch eine Anwältin sein tatsächlich, oder? Wisst ihr? Also vielleicht geht es wirklich darum, da Dinge echt zu klären, auch für die einen oder anderen. Aber ich sehe euch eigentlich hier wirklich stabil und ich sehe auch keinen Streit. Ich sehe halt viel mehr solche diplomatischen Geschichten. In der Liebe geht es super weiter. Also das ist einfach top. Liebe ist einfach super. Lassen wir es so stehen, ob du gebunden bist oder Single, ist einfach die besten Karten hier. Die Leute, die euch umgeben, und das ist jetzt hochinteressant, da musste ich echt so, da war ich verwundert. König Michael ist ja der Mann von der Königin Michael. Versteht ihr das? Also vielleicht ist das wirklich Beratung und Anwälte und irgendwie Leute, die euch da beraten. Ja. Die euch vielleicht auch wirklich die Realität aufzeigen und euch und auch aufzeigen, wo ihr vielleicht nicht ganz so genau hinschaut und wo man vielleicht mehr tun sollte.
und da wirklich euch auch einen Spiegel vorhalten könnt, ja. Und es geht wirklich darum, irgendwie auf die Beine zu kommen und vielleicht wirklich ums Thema Arbeit oder einfach, wie gesagt, auf ein neues Niveau kommen, vielleicht auch emotional, um halt, ich sag mal so, die Welt zu stürmen oder zu erobern, ja. Das kann es für die einen oder anderen tatsächlich so Thema sein hier. So, und jetzt am Ende vom Monat, vom 20. bis Ende September in der Gesundheit, gibt es ein Auf und Ab. Alles, was du davor hast, was du da willst, was du da gemacht hast irgendwie, ist einfach noch nicht so stabil. Genau, der September, wir sind hier halt bis Mitte September im rückläufigen Merkur. Und da ist das sowieso anzuraten, keine neuen Sachen anzufangen, ja? Also, wo ihr euch dann vielleicht hier beraten lassen könnt, das ist ja noch ganz gut. Man muss halt auf die Kommunikation aufpassen, weil es viele Verpeiler gibt. Einfach Dinge, die so streiken, manchmal technische Probleme und so. Und ich habe mal was angefangen, irgendwie beim rückläufigen Merkur und habe dann irgendwie die ganze Sache dann doch am Ende ganz, ganz anders gemacht, als das, wie ich das da angefangen habe. Also, es wurde wieder verworfen. Aber ganz oft verwerfen wir Dinge. Also, mich wundert es gar nicht, dass das da nicht funktioniert. Ja, es funktioniert vielleicht noch nicht. Ich glaube, irgendwie eine bestimmte Diät, Sportprogramm, bla bla bla, das könnte man dann vielleicht auch eher mal im Oktober richtig anfangen. Weil irgendwie die Zeit, die erscheint mir eher so als Rückblick, ja, als einfach Absichern von Dingen, die man schon vorher geplant und gemacht hat und wirklich Dinge beenden, damit dann nach dem rückläufigen Merkur Sachen wieder anders laufen. Es ist einfach eine Instabilität und ein Auf und Ab. Einfach als Tendenz für dich. Im Job haben wir 10 Gabriel, das ist eine Überarbeitung, ein bisschen ein, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, es ist mir einfach zu viel Arbeit. Wir haben hier eine Vorarbeiterin, ich sehe die total als Vorarbeiterin, mir kommt das gerade so, als würde dich jemand irgendwie so ein bisschen, ja, in den Allerwertesten treten, pushen und sagen, los, auf, hopp, hopp. Es muss noch ein bisschen mehr gemacht werden, noch ein bisschen weiter die Ellenbogen, die Ärmel hochgezogen werden, den Engel bisschen, den Gürtel ein bisschen enger geschnallt werden, okay? Ja, kann sein, dass die dich total stresst hier. Das ist die Königin der Stäbe, ist eine sehr feurige Frau, temperamentvoll, hat sehr, sehr viel Energie und weiß ganz genau, was sie will und wie die Ergebnisse zu sein haben. Gute Chance, dass man mit so einer halt da irgendwie konfrontiert ist. Ne? Aber geldmäßig sieht es gut aus, wenn du nämlich die Arbeit machst. Ob die da jetzt eine Chefin ist oder eine Kollegin, das wird sich dann halt rausstellen. Es ist aber eine Überforderung. Ja, also diese Beziehung da oder was es auch ist, überfordert dich einfach. Das kann die Arbeit sein, die zu viel ist. Oder es kann auch sein, dass einfach diese Präsenz von dieser Person dich halt überfordert und irgendwie nervt. Ja, dann hätten wir hier noch die kreativen Bereiche und Hobbys oder so. Da sehe ich ganz viel Vitamin B. Vielleicht launchst du eine Webseite, deine Webseite hier. Und es geht um Kundenkontakte und darum, publik zu machen, was du willst von den Leuten, was du den Leuten geben kannst, geben willst, was deine Services sind, solche Dinge. Einfach irgendwie so eine Werbetrommel zu rühren, vielleicht vor einem Publikum zu singen, zu spielen, vielleicht Bilder zu verkaufen und einfach ganz, ganz viel alles rum erzählen, was du suchst, was du willst und irgendwie kommt dann sicher auch ein Kontakt zustande. Neben Jobs und Geld sehe ich hier noch nicht, sondern wirklich erstmal nur die Werbetrommel, die gerührt wird. In der Liebe hast du wirklich absolut geile Chancen, wenn ich das jetzt hier so ganz deutlich sagen kann, sieht super, super, super aus. Und du bist die Siegerin oder der Sieger, wenn es vielleicht darum geht, eine Eroberung zu machen und zum Beispiel als Sieger hervorgehen zu wollen und diesen Partner an sich zu binden oder sowas, falls es um solche Dinge geht, dann sehe ich hier die Siegeskarte für dich, ja? In der bestehenden Beziehung kann das super sein, im Flirten, beim Dating auch, je nachdem, ob du Single oder gebunden bist. Es sieht auf jeden Fall sehr erfolgreich aus, sagen wir es mal so. Leute, die dich umgeben, sind Schätze, ja? Das ist der Schatz. 20, das Gericht eigentlich im klassischen Tarot oder im traditionellen Tarot. Und die Leute sind wirklich super und von Herzens gut und gute Partner, gute Leute. Und es sind so Schätze, dein Schatz könnte unter diesen Menschen hier sein, ja? Also die Tendenzen sind bei euch ganz cool. Vielen Dank fürs Anschauen und auch fürs Liken, Teilen und fürs Abonnieren, okay? Da freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank. Ich mache auch persönliche Legungen. Wenn du eine persönliche Legung haben möchtest, mit mir, von mir, dann schreib mir bitte eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse steht unten. Ich berate sehr individuell. Ich schaue mir alles gründlich an bei dir. Ich arbeite mit dem Paten seit sehr, sehr vielen Jahren. Habe jetzt auch die Weiterbildung gemacht. Arbeite auch mit der Numerologie, mit dem Human Design, mit der Astrologie und kombiniere alles auf eine Art und Weise, wie ich es stimmig finde, dann auch wirklich für dich persönlich und für niemanden sonst, ja.
Genau. Ansonsten, das wäre auf jeden Fall eine Option. Und falls nicht, ist das auch völlig cool. Und ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast oder zum ersten Mal eingeschaltet hast. Und vielen Dank fürs Liken, Teilen und fürs Abonnieren. Und ich hoffe, wir sehen und schauen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.